Wer bist denn du? Und warum befehlst du ihn, uns wegzuwerfen? Da liegen wir mitten im Meer. Und irgendwas hat uns aufgenommen. Hey, hier. Nee, mach auf. Komm zu dir. Es ist nicht so einfach, wenn man mal gerade von einem Vogel weggeschmissen wurde. Ja. Bist du wieder bei Bewusstsein? Schwere vom Begriff, als ich dachte. Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das Einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der Rote Leuenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin auf deiner Seite. Ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist und um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Erfolglosigkeit zu deiner Liebe. Aber das war zu überheblich, zu überlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den Vogel befehligt hat. Sein Name ist Ganondorf. Er hat sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende, es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, hast du noch immer ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Und du würdest tatsächlich jegliche Unwill dafür auf dich nehmen, sagst du? Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiden und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen willst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen gezwungen werden. Und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Queste erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große, weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen kannst. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer. So viel verstehst du von Nautik sicherlich auch bei mir. Diese Insel ist die weit östlich der Wurzelbastion. Liegt es ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkte vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwer fallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du? Ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sachen zu besorgen? Klar. Diese Handelsinsel findet man die unterschiedlichsten Güter. Beschränke dich nicht nur auf das Segel, sondern rüste dich mit allem aus, was dir sonst noch nützlich erscheint. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehr unverzüglich zu mir zurück. Okay. Machen wir
Ich weiß, wo das schon geht. Aber ich kann jetzt wirklich nicht darauf Rücksicht nehmen. Weil ich weiß, was er will. Wenn seine Tochter wieder und die wurde leider gefangen vom großen Funken. Aber da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Da oben. Wir brauchen Rubine. Wir brauchen mächtig viele Rubine. So. Brauchen wir noch Rubine. Juhu. Ich glaube, an die 80 oder so brauchen wir. Oh, wo ist langsam? Ich hab ja das Talent. Wow. Ziemlich knapp. Auch viele Rubine. Auch Rubine. Irgendwo werden ja noch ein paar Rubine stehen. Oder irgendwelche Vasen. Hier Banane. Hauptsache Rubine sind drin. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder. Wir wollen natürlich noch kurz reingehen. Und wieder. Gleich auf meine Heimatinsel. Wow, 60. Ich guck mal kurz, wie viel wir brauchen. Ich komme aus einem fernen Land und kalten, Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich über das verwunschene Meer bis hierher nach Portemonnaie geführt. Unterwegs geriet ich in einen fürchterlichen Sturm und mein Boot wurde zerschmettert, doch mysteriöserweise blieb es dabei unversehrt. Ich unschwer erkennen kann, bist du ein Reisender, nicht wahr? Und dann willst du mir doch bestimmt meinen einzigen Schatz abkaufen, nicht wahr? Willst du es? Die Menschen dieser Stadt wagen sich nicht aufs gefährliche Meer hinaus. Die haben gewiss nicht vor, es mehr. Ich bitte dich, ich will mich hier als Händler niederlassen und dazu brauche ich dringend Geld. Ja, das ist mir schon klar. Rubine.
10 brauchen wir noch. 2 Fünfer werden ja wohl drin sein, ne? Hoppala, ein zu weit gesprungen. Aber wenn wir schon mal gleich hierbei sind, können wir nochmal kurz hier drin vorbeischauen. So. Ich danke dir. Hier, das ist für dich ein Geschenk von das von Herzen kommt. Tingle, Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Der Tingle Receiver. Wenn du mal nicht weiter weißt, stell deine Verbindung mit deinem Gemahl Barz her und frage Tingle im Rat. Oh, ich habe irgendwann noch mein Game Boy Advance, kann ich da anschließen. Ich habe sogar die Karte dafür. Das werde ich sogar machen. Für die nächste Aufnahmesession muss ich mir das vormerken. Aber muss ich erstmal Batterien reinmachen. Oh. Egal. Ich vertingle mich erstmal auf, um alle nötigen Vorbereitungen zu treffen, dein Volk zu sehen. Warte. So lange auf mich. Noch was vergessen? Ups. Hab doch glatt was Wichtiges vergessen. Hey Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? Entschuldigung. Tingles Karte erhalten. Oh ja. Da müssen wir nachher mal gleich nachgucken. Wirf mal einen Blick drauf, sobald du auf sie bist. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten Tingle. Vergiss das nicht. Okay. Wenn es um Karten geht. Alles klar. Oh ja, da hat man einen guten Witz gemacht, aber... Lass mich doch mal hier durch. Gut. So, wie war das hier? War das lang? Weiter. Nein. Da sind wir falsch. Oder könnten doch eventuell richtig sein. Oh ja. Was werden wir hier drin finden? Die Fotobox! Cool. Okay. So, jetzt müssen wir bloß zurückfinden. Nein, was so ein schnellerer Weg wäre, einfach aus einer Holzplattform hier zu gehen. Aber das will ich mir jetzt nicht antun. Schön weiter. Wir kommen schon irgendwann wieder zurück. Sag ich doch. 96. Cool, dann bleiben wir sogar noch ein paar Rubine.